Fay, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, eine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Aber wir können nicht hier bleiben. Junge. Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Berg. Das wird eine lange Reise. Ja, aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Mutter nannte das Heelstern. Ja. Lassen sich nicht abbrennen oder ab. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Du wirst sterben. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe.
War das schon immer hier? Hilf mir mal da auf! Dann sehe ich mich! Außer über diese Brücke. Kannst du sie runterlassen? Geh. Geschafft. Junge. Jawohl. Gute Idee. Dieser hängende Eimer, ein Opferfass. Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo die sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Die Menschen sollten keine Monster anbeten. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm, wir schauen nach vorne. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Ja!
Draugar! Konzentration! Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab.
Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Hier, Junge. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche, nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe, weißt du? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält.
Siehst du? Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Wer Draugar? Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Denk dran! Präzision geht vor Tempo! Denkt dran! Präzision geht vor Tempo! Denkt dran! Präzision geht vor Tempo! Denkt dran,